Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr da seid zu unserem Jahresauftaktwochenende, dass wir hier miteinander diskutieren können, wie gehen wir in dieses Jahr 2023, wie bringen wir die Linke zurück auf die Erfolgsspur, wie können wir Vertrauen auch zurückgewinnen und bei den anstehenden Wahlen erfolgreich sein. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass John McDonnell heute hier ist und dass er zu uns sprechen wird. Letztes Jahr bist du online zugeschaltet, das war toll, aber heute ist es natürlich noch schöner, dass du hier sein kannst und ich bin sehr gespannt, was du uns auch sagen wirst. Und ich freue mich auch sehr, dass wir später zugeschaltet haben, Eva-Maria Kröger, die vor ein paar Wochen so großartig die OB-Wahl in Rostock gewonnen hat. Und ich denke, wir haben uns alle riesig gefreut über dieses Ergebnis und ich finde, das zeigt, was man mit einer guten, verankerten, bekannten Kandidatin und einem richtig guten Wahlkampf bewirken kann. Und deswegen haben wir gedacht, wir laden Sie ein, weil gerade Sie eben jetzt ein Symbol ist für eine Wahl, die wir absolut erfolgreich bestritten haben. Und gerade jetzt mit Blick auf die anstehenden Wahlkämpfe für uns natürlich die Frage ist, was können wir auch lernen von Rostock? Also was können wir für die anstehenden Wahlkämpfe lernen und da mitnehmen? Und wir haben ja die anstehenden Wahlen und Berlin macht den Anfang am 12. Februar mit einer Wahl, mit der so nicht zu rechnen war. Und ich will an der Stelle noch mal sagen, auch Richtung Katina und Sebastian, aber auch Richtung allen im Landesverband Berlin, Hochachtung, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, dass ihr in kürzester Zeit einen Wahlkampf hingebracht habt, eine Wahlkampagne auf die Beine gestellt habt. Ihr habt am 1.1., wo andere irgendwie ihren Rausch ausschlafen, die Berliner Linken plakatieren gegangen und deswegen wirklich großartig, was ihr hier leistet. Und mein Eindruck ist, dass wirklich die ganze Partei auf Berlin schaut und nicht nur schaut, sondern ich freue mich, dass ganz viele Leute aus Landesverbänden hierher kommen, um zu unterstützen, um deutlich zu machen, wir wollen ein richtig gutes Ergebnis hier für Berlin haben und deswegen nochmal herzlichen Dank an euch für eure Arbeit. Und gerade hier in Berlin, finde ich auch immer wieder deutlich, müssen wir deutlich sagen, es gab hier eine der größten Erfolge der gesellschaftlichen Linken der letzten Jahre überhaupt und das war Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dass fast 60% der Berlinerinnen und Berliner dafür gestimmt haben, große Immobilienkonzerne zu enteignen. Und wir müssen doch deutlich machen, dass nur eine starke Mieterinnen- und Mieterbewegung und eine starke Linke ein Garant dafür ist, dass der Wille der Berlinerinnen und Berliner auch umgesetzt wird. Das ist demokratisch so entschieden und wir werden natürlich im Abgeordnetenhaus dafür kämpfen, dass eben dieses Votum auch ernst genommen wird. Wir haben den Wahlkampf in Berlin, wir haben den Wahlkampf, der ansteht, aber auch im Landesverband in Bremen. Hessen wählt. Ja, in Bremen geht es darum, dass wir dort ja auch in einer Regierungsbeteiligung sind. In Hessen geht es darum, natürlich diese starke Fraktion, die wir ununterbrochen seit 2008 haben, in einem westdeutschen Flächenland. Wir haben die Wahl in Bayern und wir haben Kommunalwahlen. Und ich finde, wir sollten gemeinsam gut gucken, gut in diese Wahlkämpfe gehen. Wir haben gestern einen, wie ich finde, großartigen Neujahrsempfang gehabt. Wir hatten einen großartigen Beitrag von Oliver Nachtwey gehabt, aber auch Beiträge von der Berliner Stadtreinigung, von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, von Pflegekräften. Ganz wichtig auch von der iranischen Protestbewegung und der kurdischen, was ich unbedingt notwendig finde, dass wir als Linke immer wieder deutlich machen, wir stehen an der Seite, Protestbewegung ist eigentlich zu schwach, wir stehen an der Seite der Revolution, die gerade stattfindet im Iran und sind solidarisch mit den Menschen dort. Es war ein Beitrag von Ich bin armutsbetroffen und ein Aktivist, der direkt aus Lützerath kam. Also viele von euch waren ja gestern da, aber ich sag mal, so wie gestern, das ist ein bisschen so, ja, ich sag mal, so wünsche ich mir die Linke. Die Linke fest verankert in sozialen Bewegungen, an der Seite der Beschäftigten, an der Seite der Gewerkschaften. Bei uns kommen die Menschen selber zu Wort und artikulieren ihre Interessen. Und deswegen fand ich das gestern wirklich einen sehr gelungenen Neujahrsempfang. Ich möchte noch mal allen danken, die daran auch organisatorisch und politisch mitgewirkt haben. Martin und ich haben euch ein Papier vorgelegt, nach der Ampel links, mit der Wirtschaftswende raus aus den Krisen.
Und deswegen will ich erst noch mal was zu den Krisen sagen. Und wir kommen ja aus einem sehr krisengeschüttelten Jahr. Und wir sind in einer Situation, wo wir wirklich vor grundlegenden Entscheidungen stehen. Und die Krisen unserer Zeit sind so tief, dass sie eben nicht mit kleinen Stellschrauben, mit kosmetischen Veränderungen zu bekämpfen sind. Es sind verschiedene Phänomene kapitalistischer Krise, die grundsätzlich gelöst werden müssen und diese Krisen, die miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken. Und ich will das nur skizzieren, wir erleben eine Verteilungskrise, und zwar sowohl global als auch hierzulande, die sich immer weiter zuspitzt, steigende Preise, Menschen, die von ihrer kleinen Rente sich fragen, kann ich heizen oder essen? Menschen, die im Hartz-IV-Bezug sind, auch wenn das jetzt Bürgergeld heißt, die ihre 53 Euro, die sie zum 1.1. mehr bekommen haben, jetzt direkt an ihren Stromversorger überweisen müssen. Also Menschen, die angesichts der dramatisch steigenden Preise überhaupt nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Dass Löhne aufgefressen werden von der Inflation, von den immer weiter steigenden Mieten. Und wir auf der anderen Seite, ne, ist ja nicht so, dass in dieser Krise alle ärmer werden, Martin hat das gesagt, auf der anderen Seite die Situation haben, dass der DAX-Vorstand am 5. Tag dieses jungen Jahres das Gehalt in der Tasche hat, wofür andere ein ganzes Jahr arbeiten. Und dieses und Energiekonzerne sagenhafte Übergewinne machen, ohne dass es besteuert wird. Und deswegen finde ich, diese Verteilungskrise, die sich so zuspitzt, ist natürlich die zentrale Frage für uns als Linke auch in diesem Jahr, das nicht nur abzufedern und nicht nur soziale Trostpflaster zu verteilen, wie die Ampel das macht, sondern wir müssen auch an die Ursachen rangehen. Und das Problem ist, dass die Ampel immer nur die Symptome bekämpft und das auch noch schlecht und eben nicht an die Ursachen herangeht. Und wenn man will, dass die Menschen ihre Miete bezahlen können, dann muss man doch nicht den Kreis der Wohngeldberechtigten ausweiten. Also das ist nicht, für die Menschen ist das gut und das ist auch nicht falsch. Aber zentraler wäre doch, nicht zu hohe Mieten auf Kosten der Allgemeinheit zu subventionieren, sondern den Mietendeckel einzuführen. Also ranzugehen an die Ursache des Problems. Und deswegen, glaube ich, ist die Verteilungskrise, die uns auch weiter beschäftigen wird, und die Frage, wie gehen wir damit um, eine zentrale. Die zweite Krise, die damit zusammenhängt, ist die ökologische Krise, die Klimakrise, die sich immer weiter zuspitzt. Und ich finde, gerade in diesen Tagen erleben wir die ganze Absurdität. Ja, es reicht eben natürlich nicht, wenn man immer mit dem Finger Richtung China oder USA zeigt als deutsche Außenministerin und sagt, die unterzeichnen das Klimaabkommen nicht und die sind dafür verantwortlich, wenn man gleichzeitig die eigenen Klimaziele verfehlt, weil man im Jahr 2023 sich weigert, auch nur ein Tempolimit einzuführen und vor allem, indem man 2023 ein Dorf abbaggert, um die darunterliegende Kohle zu gewinnen. Und warum? Weil es die Profitinteressen von RWE sind und die offensichtlich auch für grüne Wirtschaftsminister an vorderer Stelle stehen als die Erhaltung eines lebenswerten Planeten und die Einhaltung der Klimaziele. Und ich war diese Woche in Lützerath gewesen. Katrin Vogler war drei Nächte dort im Camp übernachtet. Ich war Montag, Dienstag dort im Camp gewesen und ich muss wirklich sagen, Hochachtung vor den Aktivistinnen und Aktivisten, die dort in Kälte bei Regen ausharren, die dort die Protestaktionen machen. Und ich finde, wir müssen echt deutlich machen, das sind Menschen, die darum kämpfen, dass die Klimaziele eingehalten werden. Die sind, die dafür kämpfen, dass internationale Abkommen eingehalten werden. Natürlich geht es nicht um 10 Häuser in Lützerath. Es geht natürlich um die darunterliegende Kohle, weil wenn man die noch verfeuert, dann sind die Klimaziele nicht mehr einzuhalten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir als gesamte Partei, Bundestagsfraktion hat bei ihrer Klausurtagung einstimmig eine Solidaritätsresolution mit Lützerath beschlossen. Ich freue mich, dass wir an der Seite der Aktivistinnen und Aktivisten stehen, weil es muss ja wenigstens eine Kraft in diesem Land geben, die konsequent für Klimaschutz steht. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass in Lützerath ein Windpark abgerissen wird, um Kohle abzubaggern, dann finde ich, zeigt das die ganze Absurdität. Und die Bundestagsfraktion hat gerade eine kleine Anfrage gemacht zum Thema Windkraftausbau. Dietmar war damit gestern in der Presse zitiert. Und ich meine, wenn ein Land wie Bayern 11 ganze Windräder im letzten Jahr ans Netz gehen lässt und Hessen auch ungefähr 11, ja, und also unter dieser Ampelregierung und unter Landesregierungen, an denen die Grünen auch beteiligt sind, der Windenergieausbau überhaupt nicht vorangeht,
dann zeigt das doch, dass wir hier ein Problem haben. Und nicht ein technisches Problem, sondern ein Problem des politischen Willens. Und ich will noch eines sagen, weil ich in den letzten Tagen ab und zu gefragt wurde, aber ist ja schön mit der Klimapolitik, aber solltet ihr euch nicht eigentlich auf die soziale Frage konzentrieren? Und ich finde zweierlei. Erstens gehört Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zusammen. Und zweitens, es ist eine soziale Frage. Weil was sind denn die Folgen des Klimawandels? Die Folgen des Klimawandels sind Dürren, sind Ernteausfälle, sind Hungerkatastrophen, sind Überschwemmungen, sind Waldbrände. Und wen trifft es denn als allererstes? Ja, natürlich die Armen im globalen Süden und die Armen auch hierzulande, die Häuser verlieren, die eben durch Hungerkatastrophen leiden im globalen Süden. Und deswegen finde ich, müssen wir immer zentral deutlich machen, Klimaschutz ist eine soziale Frage, weil es um den Erhalt der Lebensgrundlagen geht. Und ich finde, da kann man bei den sozialistischen Klassikern ganz gut nachlesen. Auch Engels hat schon über die Rodung von Wäldern geschrieben und was das für die Lebensgrundlagen von Menschen bedeutet. Und deswegen ist es natürlich eine zentrale soziale Frage auch für uns. Und natürlich auch die entscheidende Frage, dass wir Klimaschutz so umsetzen, dass er sozial gerecht ist und dass eben nicht am Ende die Leute für die Party zahlen, auf der sie gar nicht waren. Wir erleben eine Krise des Friedens in der Ukraine, wo seit 11 Monaten ein Krieg tobt, ein verbrecherischer Angriffskrieg Russlands, den wir aufs Schärfste verurteilen. Wir sind solidarisch mit der Zivilbevölkerung in der Ukraine, die leiden unter diesem Krieg. Und das ganz deutlich, und ich weiß, dass so viele auch aus unserer Partei aktiv waren, die an die ukrainische Grenze gefahren sind, die Geflüchtete bei sich aufgenommen haben, wo wir wirklich auch praktisch Solidarität gezeigt haben. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt die Ausweitung der Waffenlieferungen ab. Und wir wollen genau diese kritischen Stimmen stärken. Weil wir sagen, wir dürfen nicht immer schwerere Waffen und Panzer in die Ukraine liefern. Der Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern birgt eine große Eskalationsgefahr. Und im Moment sieht es so aus, dass nach dem Marder vor dem Leopard ist. Und ich finde es ganz entscheidend, dass wir als Linke deutlich machen, wir lehnen diese Panzerlieferungen ab. Wir brauchen friedliche Lösungen, wir brauchen eine diplomatische Initiative. Das muss die Bundesregierung ergreifen, weil am Ende wird dieser Krieg nur durch Verhandlungen beendet werden können. Und ich will an der Stelle deutlich sagen, eintreten für Friedensgespräche und Diplomatie ist keine Parteinahme für Putin. Wir kritisieren den Krieg, aber wir sehen die Eskalationsgefahr durch die Lieferung immer weiterer Waffen durch die NATO-Staaten. Und deswegen ist es auch gut, dass wir dazu heute was beschließen. Und deswegen die Krise des Friedens. Wir vergessen auch nicht die anderen Kriege, also die Kriege im Jemen oder die Türkei, die regelmäßig kurdische Gebiete bombardiert. Und wenn eine Bundesregierung auf der einen Seite von feministischer Außenpolitik und Werte geleitet spricht und andererseits dann Waffen nach Saudi-Arabien liefert, dann ist das natürlich zutiefst verlogen und heuchlerisch. Und wir wollen natürlich auch nicht eine immer weitere Aufrüstung, weil es die Probleme verschärft. Deswegen haben wir gegen das Sondervermögen gestimmt. Und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt der Meinung, weil sie jetzt irgendwie zurücktritt, die Verteidigungsministerin, ich finde, das größere Problem bei Frau Lambrecht ist die Anschaffung von bewaffneten Drohnen und die Anschaffung von atomwaffenfähigen Kampfflugzeugen. Ich finde, das ist wirklich das zentrale Problem, was wir kritisieren müssen im Verteidigungsministerium, dass das die Ausrichtung deutscher Politik ist. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ist die Krise der Demokratie. Das Erstarken rechter, autoritärer Bewegungen und Kräfte. Wir haben das bei den Reichsbürgern gesehen und nur weil sie lächerlich wirken, sind sie deshalb nicht ungefährlich, ganz im Gegenteil. Und wenn wir über Rechtsaußen reden, müssen wir natürlich auch immer über den Rassismus der sogenannten Mitte sprechen. Und da finde ich, was der CDU-Vorsitzende Merz in den letzten Tagen abgeliefert hat, an Hetze gegen Menschen, erst bei der Frage der Staatsbürgerschaft und jetzt nach Silvester, wo eben nicht gefragt wird, was sind soziale Ursachen für Probleme, sondern es auf die Herkunft geschoben wird, finde ich wirklich eine solche Kampagne, solche Äußerungen von kleinen Paschas, das vergiftet das gesellschaftliche Klima. Und ich finde, es muss immer eine Aufgabe der Linken sein, sich sowohl den extremen Rechten in den Weg zu stellen, aber auch den alltäglichen und strukturellen Rassismus zu bekämpfen.
Und Krisen sind Zeiten von Entscheidungen. Und ich habe das gesagt, die Ampel bekämpft die Symptome, aber eben nicht die Ursachen. Und ich finde, wir müssen deutlich machen, dass wenn man eine Entscheidung will, nämlich Solidarität oder Konkurrenz, Profitmaximierung oder Gemeinwohl, dass man dann auch bereit sein muss, die Macht- und Eigentumsstrukturen in Frage zu stellen und, so wie Martin das gesagt hat, sich anzulegen mit den Reichen und den Konzernen. Und deswegen haben wir dieses Papier vorgelegt. Oliver Nachtwey hat gestern gesagt, es wird keine Normalität geben, zu der man irgendwann zurückkommen kann, sondern es ist so, dass jetzt quasi ja, Kipppunkte da sind. Das sind nicht einfach nur ökologische Kipppunkte, hinter die es kein Zurück gibt. Es gibt auch soziale und militärische und politische Kipppunkte. Und deswegen stehen wir jetzt vor der Frage, Entscheidungen zu treffen. Und wir sagen, wir brauchen eine Wirtschaftswende raus aus der Krise. Das heißt, eine andere Form des Wirtschaftens, wo das Gemeinwohl, wo der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen über den Profitinteressen steht. Und deswegen erstens durch Umverteilen, indem wir endlich die Vermögensteuer wieder erheben. Eine Vermögensabgabe einführen, dass wir die sagenhaften Übergewinne von Konzernen besteuern. Und das geht es nicht nur um die Frage von mehr Geld in der Kasse, es geht auch um die Frage der Demokratie, weil es ist doch demokratiegefährdend, wenn die soziale Spaltung immer weiter auseinandergeht. Und was wollen wir damit machen? Eine historische Investitionsoffensive. Und dieses Land hat es dringend notwendig. Also ich meine, die Bahn hatte letztes Jahr, glaube ich, ihr schlimmstes Jahr überhaupt, ja, mit Verspätungen, die sagenhaft waren, ja, mit Zugausfällen noch und nöcher. Und wir wollen doch, dass die öffentliche Infrastruktur, die öffentliche Daseinsvorsorge funktioniert. Deswegen müssen wir investieren in die Schulen. Die soll man nicht daran erkennen, dass sie das marodeste Gebäude des Stadtteils sind. Investieren in die Energiewende, in die Verkehrswende, in den Ausbau des ÖPNV, in die Gesundheitsversorgung. Das ist absolut zentral. Und das Dritte ist eben die Demokratisierung. Und das heißt, das, was für uns alle wichtig ist, muss eben auch demokratisch kontrolliert werden. Nein, der Markt regelt das nicht. Wir müssen den Markt regeln und wir müssen der Marktlogik ganze Bereiche entziehen. Und das sind natürlich die Krankenhäuser und das ist der Bereich der Energieversorgung. Und ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass gerade die Pharmaindustrie geradezu dazu bettelt, darum bettelt durch ihr Verhalten, dass es Forderungen nach Vergesellschaftung dieser Industrie gibt. Weil wenn man keine lebensnotwendigen Medikamente herstellt, wenn man daran nichts mehr verdienen kann, weil die Patente abgelaufen sind, dann zeigt das ja, dass es ein Fehler im System Themen gibt, ganz offensichtlich. Und wenn wir heute sehen, dass Kinder in den Krankenhäusern nicht vernünftig versorgt werden können, warum? Weil Kindermedizin sich nicht lohnt. Dann sehen wir doch, dass wir hier ganz offensichtlich ein Problem haben mit Fallpauschalen, mit Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Krankenhäuser gehören in die öffentliche Hand und unter demokratische Kontrolle. Und Gleiches gilt eben für die Energieversorgung, für die Bahn. Wir brauchen eine Bahn, die für die Bürgerinnen und Bürger, für die Menschen da ist und nicht in überall Investitionen macht und das Kerngeschäft aber nicht hinbekommt. Und das sind die drei Punkte, die wir euch vorschlagen. Und wir schlagen euch einiges vor, wie wir der Meinung sind, wie wir jetzt auch 2023 sagen können, das letzte Jahr ist nicht gut gelaufen für uns. Dieses Jahr wollen wir zurückkommen. Wir brauchen eine Opposition, eine konsequente Opposition zur Ampel, die Alternativen aufzeigt, die auch über den Tag hinausdenkt und Visionen hat und deutlich macht, es geht nicht, dass man nur eben hier und dort kleine Veränderungen hat, sondern wir müssen bereit sein, Grundsätzliches in Frage zu stellen. Und deshalb in diesem Sinne, im 175. Jahr des Kommunistischen Manifests, in dem wir ja jetzt sind, würde ich damit gerne enden, zu sagen, wir haben eine Welt zu gewinnen.